So, herzlich willkommen im Chaos. Hier. Chaos. Da auch. Da ist auch Chaos. Es gibt kein Chaos. Nein, das sieht aus wie immer. Wir beherrschen das Chaos. Hat alles seine Hier. Ordnung. Chaos. Alles im Chaos. Am frühen Morgen hier. Kurz vor 10. Noch halte ich gerade. Ja, wo sind wir hier? Mystic Falls! Allein mal ausflippen! Ja, die flippen hier aus, weil hier geht's um Vampire. Ich weiß auch nicht, warum Frauen immer auf Vampire stehen. Ich habe keine Ahnung. Kann mir das einer mal erklären? Auf jeden Fall haben wir schönes Wetter, das ist die Hauptsache. Da freut sich aber einer. Ja, zum Glück ist heute Sonntag, sonst wären hier garantiert noch mehr Vampirverrückte. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ich raff das immer noch nicht. Ich denke mal, es liegt eher an den ganzen Schauspielern. Nicht an der Vampirseuche. Ja, das gehört auch hier zu so einer Mordszene hier. Das sind doch immer die Menschen und saugen das Blut aus. Ja. Ach ja, hier steht das ja, ne? Guck mal hier. Mit ja. Den Bekloppten. Aber es gibt auch irgendwo noch ein Ja, gibt's auch, das stimmt. Ja. Ja. Die gehen hier voll ab, die Frauen. Ne? Wir gucken hier mal. Schlechte Verbindung, ne? Ja. Das ist extrem geil. Von hier, ach so, hier ein paar Leute hier. Feuer. Hier Bonnie, komische, haben hier Werwolf da oben. T-Shirts ohne Ende. Das sind hier keine. Das sind Fliesen. Fliesen? Das sind Oha. Fliesen. Das ist für die Ewigkeit. So eine Tasse? Hey, guck mal. Das sind Fliesen, aber den gibt es schon nicht mehr. Er hat euch alle zu Tode dann geleckt. Arsch. Der kann ich so durch haben? Aber das sind die Originalklamotten, ne? Ja, nein. Also guck mal, der scheint ganz schön schmächtig zu sein. Der trägt nur eine S. Wer? Ja. Stefan. Wo steht denn das? Ich glaube, in der ersten Staffel. Wo soll er stehen mit einer S? Da. Hier ist ein T-Shirt von ihm. Ach so. S. Guck mal, Meg zum Beispiel hätte ich für breiter erachtet. Ja, Mensch, das ist ein Film. Das ist ein Film, Mann. Das ist von Bonnie, das hätte ich so gewusst. Aufpassen. Das hier, was ist das für ein Kind? Das ist Elena. Wie groß ist die? 1,20? Was? Das ist ein Kleid. Das hier. Oder was? Ja, sie ist nicht groß, das ist auch schon Elena. Ja. Also 1,30 Meter, mehr hat die nicht. 1,30 Meter. Willkommen in Mystic Falls. Wer das nicht kennt, sollte ein bisschen mehr Serien gucken. Alles essen, aber nicht alles.
Damon. Damon. Und Elena. Elena. Und Catherine. Katharina. Und Rebecca. Rebecca. Und Klaus. Ja, Klaus heißt Klaus. Ja. Und Bonnie. Und Matt. Die waren alle hier. Alles Vampire-Stalker hier. Voll die Verrückten. Aber wenn man sich hier so ein Vampirgebiss kauft, dann hat man hier freie Auswahl an den Damen. Rebecca, wo ist Klaus? Er kommt. Ja, wir können da ruhig reingehen, ne? Oder was, wenn wir schon mal hier sind? Ja, also, wenn wir was draußen oder hinsetzen. Ja. Setzen wir dürfen, ne? Ich fange jetzt mal Cola mit, die wir schon haben hier, ne? Ja, jetzt sind sie alle weg, ne? Alle reingegangen. Bezahlen und pinkeln. Aber das ist echt interessant hier, ey. Du kannst den ganzen Tag hier an der Straße sitzen und dir die Autos angucken. Schon geil. Dann auch bei dem Wetter. Das ist schon richtig fett. Ja, dann fährt die Kulisse im Hintergrund hier. Wer die kennt. Das ist ja so ein Frauending, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht. Aber es scheint so, als würde ich in den USA Hydranten bauen. Muss ich erstmal ein Selfie beim Hydranten machen. So, jetzt haben wir entdeckt, dass der nächste Hammer ist hier. Die haben Covington auch benutzt, um The Dukes of Hazzard zu drehen. Das ist auch voll geil. Da haben wir schon ein paar Bilder gefunden. Da werden wir mal gucken, ob wir die Locations auch finden. Aber das ist auch immer wie bei anderen Sachen sehr schwierig, da was Vernünftiges zu finden. Aber lustig ist es schon. In welche Ecke? Hier einfach. Das, die Ecke drauf. Nimm mein Handy mit. Mach ich doch. Sieht da was, ja? So, weiter geht's auf der Tour hier mit den Vampiren. Wow, was ist denn hier für das Viecher? Das
das schön. Guck mal, war das da, der Bund, wo Vater ja. und Mutter gestorben ist? Stimmt, ne? Schönes Haus. Würde ich auch nehmen, ne? Ich glaube, die sind schon echt bestraft. Bestimmt. So, das hier ist das Haus von Bonnies Grandma. Ach, das ist auch so? Okay, dann wissen wir schon wieder mehr. Aber hier kein Empire Diaries Zeichen, aber. Das ist ein Hexenhaus sozusagen. Das ist ein Hexenhaus, genau. Aber okay. Steffen wurde trotzdem hereingebeten. Vielleicht ist da irgendwo so ein Mensch. Was meinen wir denn? Ja, dass die Häuser wirklich noch so dastehen. Ja, ich weiß nicht, reißen sie ab. Lockwood Mansion. Und da ist das Hexenhaus. Was machst du jetzt? Selfie. Selfie? Vor dem Hexenhaus. Vor dem Hexenhaus. Warte. Ich muss das richtig drauf kriegen. Ach so. Das ist anstrengend. Das ist echt anstrengend. Die Leute, die gucken schon, die müssen sich eigentlich an die Straße stellen und Eintritt verlangen. Halt still. Ja, und da hinten ist das Lockwood-Anwesen. Ja, da. Lockwood, Werwolf-Familie. In einem Vampirfilm. Serie. So, hier Rebecca vorm Hexenhäuschen. Lockwood. Hier die Vampire Alley. So, das ist das nächste Haus hier. Erstmal Mensch, dann Vampir, dann nicht mehr Vampir, dann was auch immer. Auf jeden Fall dreht sich alles um diese Tante da in diesem Film. Dann fackelt die Hütte auch noch ab, aber wie man sehen kann, steht die hier immer noch. Hat sie wahrscheinlich auch nicht getroffen mit dem Streichholz. Naja. Ja, das heißt aber. Nicht kleine Mini-Hunde da hinten. Guck mich an, der Kleine. Suchen Schattenplatz. Oh, der bellt schon. Schnell hier weg. Ja? Warte doch mal! Rebecca bei Elena und wie auch immer der andere heißt. Keine Ahnung. Jeremy. The Gilbert House. Ja? The Gilbert House. Das muss zwischen uns sein, Schatz. Wie soll ich mich denn da? So, rechts und links. Wir müssen jetzt. Drauf. War ich. So, haben wir. Können wir wieder gehen. Wer das Gau? Schnell weg hier. Wenn ich wohnen würde, würde ich meinen Hunde freilassen. Aber hier links? Nee. Wir fahren einmal rum in das Ding. Was denn als erstes da? Ist er. Und der Hund guckt aus dem Fenster? Ja, aber als erstes. Egal, wir einigen uns doch hier. Was? Was? Zum Glück ist es hier nicht so voll mit so vielen Pferden. So, das heißt dann jetzt hier geradeaus lang, gell? Ja. Ja. Okay. So. Herzlich willkommen in der Vampirstadt. Ich habe links gelesen.
In dem einen Laden, im zweiten, wo wir drin waren. Mystik Pfalz.